Herzlich willkommen zurück zum dritten und letzten Vortrag für diese Session. Wir werden jetzt gleich einen Vortrag von dem Dr. René Löhrer über das Serviceportal der Stadt Bielefeld hören und sehen. Wenn ihr oder Sie Fragen haben, ne, benutzt bitte wieder schön das Fragen-Tab. Das während im Vortrag gerne auch, dass wir im Anschluss an den Vortrag direkt darauf eingehen können. Bis gleich, viel Spaß, ciao. Guten Tag und hallo zusammen. Herzlich willkommen zu meinem Vortrag Serviceportal Stadt Bielefeld, Unterstützung durch Open Source basierte Geofunktionalität. Mein Name ist René Löhrer, ich bin Teamleiter im Amt für Geoinformation und Kataster der Stadt Bielefeld und dort zuständig für das Geodatenmanagement. Für die nächsten 20 Minuten habe ich Ihnen folgendes Programm vorbereitet. Zunächst eine kurze Einführung zum Serviceportal der RegioIT. Welche Geofunktionalität unterstützt das Serviceportal? Und dann in einigen kleinen Live-Demonstrationen unser Map-Client, der sogenannte Bielefeld Geo-Client, um Ihnen zu zeigen, welche Funktionalität wir im Serviceportal unterstützen. Die Einführung des Serviceportals für Bielefeld ist eingebettet in ein Projekt des Landes Nordrhein-Westfalen, die digitalen Modellregion OWL, wo wir in einem Projektzeitraum von 5 Jahren eine entsprechende Fördersumme zur Verfügung gestellt bekommen haben, um unter anderem für andere Kommunen übertragbar ein Serviceportal mit integrierter Geofunktionalität bereitzustellen. Warum wird ein Serviceportal in Bielefeld eingeführt? Unsere Erfahrung hat gezeigt, dass ein zentraler Zugangspunkt für den Kontakt mit der Verwaltung benötigt wird. Es gibt zahlreiche Bedürfnisse von Bürgerinnen und Bürgern, aber auch von Wissenschaft, anderen Verwaltungen und Wirtschaft, einen zentralen Zugangspunkt digitaler Art in Kontakt mit der Verwaltung zu haben. Gleichzeitig soll das Serviceportal zusammengeführt werden mit dem städtischen Internetauftritt, um halt die Funktionalität der Angebote auf bielefeld.de mit direkten Prozessen im Serviceportal zu verknüpfen. Es gibt natürlich einige Online-Services bereits auf bielefeld.de. Diese sollen mit dem Serviceportal optimiert werden, aber auch gleichzeitig zur Umsetzung des Online-Zugangsgesetzes OZGs sollen natürlich auch neue Online-Services entwickelt werden. Welche Geofunktionalität unterstützen wir im Serviceportal? Die ersten beiden zeige ich Ihnen nicht, die nenne ich Ihnen nur, weil sie relativ simpel sind und auch letztendlich eine Abstimmungsarbeit und keine großartige Entwicklung bedürfen. Die bidirektionale Verknüpfung von Prozessen ist so zu verstehen, dass ich zum Beispiel im Serviceportal bei der Beantragung eines Bewohnerparkausweises zum Abschluss des Beantragungsprozesses eine Karte angezeigt bekomme, wo meine Bewohnerparkzone drin vermerkt ist. Das heißt, wir haben hier den Strang vom Serviceportal zum Geoportal, aber auch umgekehrt, wenn ich im Geoportal mir die Bewohnerparkzone für Bielefeld anschaue, dass ich dort über die entsprechende Infoabfrage zu dem entsprechenden Beantragungsprozess im Serviceportal weitergeleitet werde. Ist eine relativ einfache bidirektionale Verknüpfung, aber es gibt dort Abstimmungsarten, Software und Fachamtsseite, sodass das die Herausforderung dort im Abstimmungsprozess zu sehen ist. Wir haben eine integrierte Suchfunktion entwickelt, um auf bielefeld.de per Stichwortsuche nach thematischen Karten zu suchen, die zum Beispiel bei der Suchanfrage Corona-Schnelltest oder Test die entsprechende thematische Karte als Suchergebnis anzeigen und aufrufbar machen. Und als Hauptstütze für das Serviceportal haben wir einen Open Source Geo-Editor, einen grafischen Editor zum Digitalisierung von Punktlinie-Fläche in unserem Map-Client entwickeln lassen, um halt diesen in Online-Dienste einzubinden, um zum Beispiel für die Nutzerinnen und Nutzer die Möglichkeit zu machen, an einer bestimmten Adresse, an einem bestimmten Ort Rauminformationen zu erfassen. Warum überhaupt Open Source Software? Nach unserer Erfahrung zeigt, dass man mit der Entwicklung von Open Source Software relativ flexibel ist in der Entwicklung des eigenen Bedarfs.
Man hat als Kommune immer spezielle Ansprüche, die ein, ich sag mal, proprietärer Dienstleister, der modular aufgestellt ist, vielleicht nicht immer erfüllen kann. Und wenn man sehr eigene Vorstellungen hat, was man an Funktionalität bereitstellen möchte, bleibt einem letztendlich nur die Entwicklung, dieses selber umzusetzen und als Open Source Software zu publizieren. Sehr angenehm war für uns die direkte und unkomplizierte Kommunikation zum Dienstleister, die vor allen Dingen in der gemeinsamen Entwicklung von Funktionalität basiert, wo man nicht daran gebunden ist, interne Geschäftsprozesse zu berücksichtigen, ob sich eine Entwicklung an der einen oder anderen Stelle überhaupt lohnt. Unserer Erfahrung nach haben wir relativ niedrige Entwicklungs- und Wartungskosten und was für mich eigentlich ein ganz wichtiger Punkt ist, wir haben keinen sogenannten Customer Login. Wenn ich unsere Software Open Source gestellt habe und es kann ja immer mal wieder in einer Geschäftsbeziehung zu einem Dienstleister zu Veränderungen kommen, bin ich natürlich durch Open Source immer in der Lage, mein Produkt, meine Software, die ich entwickelt habe und die ich einsetze, auch an einen anderen Dienstleister weiterzugeben und dort eine weitere Wartung und Entwicklung durchzuführen. Und so haben wir in den letzten Jahren unseren Map-Client, den Bielefeld Geo-Client, entwickelt. Die Basisentwicklung fand durch die Kollegen von Omniscale aus Oldenburg in den Jahren 2016 bis 2020 statt. 2020 hat sich Omniscale geschäftlich weiterentwickelt, umstrukturiert, sodass wir seit Mitte 2020 mit Terrestris aus Bonn zusammenarbeiten und dort, Sie sehen es an meiner Jahreszahl, auch auf eine langjährige Zusammenarbeit hoffen und setzen. Was setzen wir an Open-Source-Komponenten im Bielefeld Geo-Client ein? Der Client basiert auf OpenLayers 5.3.3 mittlerweile. Angefangen haben wir mit OpenLayers 3. Das ist für die kartografische Darstellung. Unsere Dienstetechnologie WMS, WMTS und WFS beruht noch auf Map-Server 6.4.1. 6.4.1, Sie werden die Stirn runzeln. Wir haben über 200 WMS-Dienste, 100 WFS-Dienste ohne B-Pläne und das macht man nicht mal einfach in so einem Upgrade auf Version 7. Das muss wohl geplant sein und umgesetzt werden. Und natürlich als Datenbank PostgreSQL mit PostGIS-Aufsatz. Der Bielefeld Geo-Client ist unter Apache 2.0 bisher nur als Lizenz veröffentlicht. Der gesamte Client, der Upload-Prozess auf GitHub findet noch statt, aber die Adresse können Sie sich ja gerne merken. 2020 haben wir den Bielefeld Client als Grundlage für unsere bürgernahen und öffentlichen Themenkarten, den Online-Karten, bereitgestellt. Und Mitte 2021 beziehungsweise Anfang 2021 haben wir den MapBender 2.7 als internen Online-Kartendienst mit dem Bielefeld Geo-Client abgelöst. So, und jetzt möchte ich Ihnen unsere Produkte einfach live zeigen und gehe aus der PowerPoint hinaus und wechsle in meinen Browser, um Ihnen unsere Software einmal zu demonstrieren. Wir sehen jetzt hier im Produktivsystem Stadtplanpunkt Bielefeld als Adresse unseren Bielefeld Geo-Client. Ein Vorteil ist, auch wenn die URLs so lang sind, alles, was ich hier mache, in der Darstellung, in der Zoom-Stufe, in den zugeladenen Themen, widerspiegelt sich in der URL, sodass ich diese URL auch einfach an Kolleginnen und Kollegen weitergeben kann und man kann dann über einen ähnlichen Stand sprechen. Wir haben ein Kartenfenster. Hier kann ich per Rechtsklick noch weitere externe Software, wie zum Beispiel unsere Schrägluftbilder der Firma Geoplex, aufrufen, aber auch OpenStreetMap oder spezielle Klickkoordinaten für andere Fachverfahren. Wir haben verschiedene Suchdienste eingefügt, sodass man sowohl nach Flurstücken, aber auch als Katalog nach Adresse suchen kann. Was ist eine Katalog-Suchadresse? Ich kann nach D, Detmolder Straße, Deutsche Straße und so weiter suchen, sodass ich eine Auswahl an Straßen hier an der Stelle zur Verfügung habe. Hier lade ich entsprechend meine für die interne Sicht hinzugeladenen Themen herein. Oben über den Filter kann ich nach Themen suchen. Die Themen sind so sortiert, dass ich hier per Drag und Drop immer auch diejenige anzeigen möchte, die oben liegt, zum Beispiel die Alkes Arbeitsausgabe überdeckt jetzt die anderen und hier kann ich jetzt mit Drag and Drop entsprechend eine veränderte Darstellung vornehmen. Legende, Drucken und in der Projekteliste, Sie sehen, ich bin als Verwalter angemeldet, kann ich entsprechend diesen Client auch konfigurieren und das möchte ich Ihnen gerade exemplarisch gerne einmal zeigen.
Wir haben mehrere Möglichkeiten, den Client zu konfigurieren. Grundsätzlich ist es so, dass ich diese Knöpfe konfigurieren kann, ob sie da sind oder nicht da sind. Zum Beispiel braucht jemand in einer App die ALKIS-Auskunft, werden alle Werkzeuge benötigt, brauche ich auch die Auswahl an Hintergrundkarten, wie ist der Themenbaum, brauche ich eine Legendenanzeige, brauche ich das Drucken. Alles das kann ich in dem Client über die Administrationsoberfläche konfigurieren. Grundsätzlich ist unsere sogenannte Benutzerverwaltung dahin aufgebaut. Ich zeige Ihnen jetzt nicht jede Benutzer im Einzelnen, weil das sind personenbezogene Daten. Jeder Benutzer ist im System angelegt. Wir haben ca. 1300 Benutzer und wir regeln den Zugriff über sogenannte Gruppen. Die Benutzer werden in Gruppen eingeteilt und diese Gruppen haben dann Zugriffe auf einzelne Layer in den WMSen. Das führen wir hier durch entsprechend. Grundsätzlich werden die einzelnen Projekte, die sogenannten Apps, über diese Oberfläche administriert. Und wenn ich Ihnen da mal etwas zeigen darf von unserem Geo-Editor, dann sehen Sie, das ist ein im Prinzip einfacher Texteditor, wo die entsprechenden Funktionen konfiguriert werden durch False or True. Sie sehen zum Beispiel hier kann ich einschalten, ist die Legende, soll die angezeigt werden, soll Thema hinzugeladen werden, ist das eingeschaltet, ist ein Layer-Switcher eingeschaltet und ich kann hier genauso auch den Geo-Editor, den ich Ihnen zeigen möchte, gleich entsprechend konfigurieren. Es sind sogenannte YAML-Dateien, die hier gespeichert werden, sodass, wenn man sich einmal in die Konfigurationsmöglichkeiten eingelesen hat, da relativ schnell in der Lage ist, eine App zu konfigurieren. Wichtig ist für den Geo-Editor, hier können wir die zu digitalisierenden Attribute als Auslallliste konfigurieren, zum Beispiel hier bei Stadtbezirk, Label Value, den Stadtbezirk Mitte, Schildische und so weiter, dass man auch nachher beim Editieren eine entsprechende Möglichkeit hat, eine Auswahl zu treffen. Wir können sogenannte JavaScript-Schnipsel programmieren, indem wir hier sogenannte Plugins anlegen, um zum Beispiel auf eine Koordinate zu zentrieren. Wie sieht so etwas aus? Ein entsprechendes einfaches JavaScript-Schnipsel, wo halt entsprechend ein Kontext in GeoJSON übergeben wird, und zwar als Post-Message-Funktion, um anschließend die Funktionalität zoomt auf die Koordinate an die anfragende Software zurückzugeben. Und was auch ein wichtiger Punkt ist, da wir personenbezogene Daten in Form des Liegenschaftskatasters anbieten, muss immer auch das berechtigte Interesse nachgewiesen und von unserer Seite auch gelockt werden. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, auch entsprechende Logs durchzuführen. Also zusammenfassend kann man sagen, dass der Geo-Editor bzw. der Bielefeld Geo-Client von unserer Seite sehr vielfältig konfigurierbar ist. Und ein weiterer Vorteil ist, weil er Open Source ist und bei mir im Geodatenmanagement die Kolleginnen und Kollegen aus der Geoinformatik auch gerne selber entwickeln, haben wir die einfache Möglichkeit, hier auch einfache Funktionen relativ simpel selber zu entwickeln und zu konfigurieren. So, wie funktioniert das Ganze jetzt als sogenannter Geo-Editor im Zusammenspiel mit einer externen Software wie dem Serviceportal? Bitte stellen Sie sich vor, Sie sind im Serviceportal und möchten einen Bewohnerparkausweis beantragen, sind dafür in der Beantragungsformularsoftware Form Solutions und werden nun aufgefordert, eine Stelle zu markieren, wo Sie einen Bewohnerparkausweis beantragen möchten. Das funktioniert dann im Hintergrund so. Die Oberfläche ist natürlich nutzerfreundlich angestaltet. Ich zeige Ihnen jetzt hier nur ein Mockup, um Ihnen die Funktionalität Post-Message im Zusammenspiel Form Solutions mit unserem Client zu demonstrieren. Also der Benutzer kommt an und sagt, ja, ich möchte jetzt auf der Karte etwas digitalisieren. Das heißt, Form Solutions würde dann die Anforderung stellen, öffne mir bitte den Client. Es funktioniert einfach mit dieser Funktion. Als Rückmeldung gibt es dann Money Map Ready.
Daten, die an die Anfragen der Software gesendet werden, ist Success True mit einem entsprechenden mit einer entsprechenden Creation Time. Jetzt kann ich hier zum Beispiel sagen Center on Coordinate. Der Benutzer könnte zum Beispiel seine Adresse eingegeben haben. Diese wird umgewandelt anhand eines Suchdienstes in ein Koordinatenpaar und er kann dann auflösen auf die entsprechende Adresse hier. Auch hier gibt es eine Rückmeldung, dass auf die entsprechende Adresse oder die Koordinate in dem Fall gezoomt wurde. Und jetzt kann er hier hingehen und mit dem Editor Punkte, Linien oder Flächen zu digitalisieren. Sie sehen, hier ist es rot, hier ist es grün. Man sieht, es ist rot, weil die Mindestanforderungen noch nicht erfüllt sind, in dem Fall für zwei Punkte. Wir haben das so konfiguriert, dass man hier maximal zwei Linien erfüllen muss und hier ist keine Bedingung angegeben bzw. konfiguriert. Wie funktioniert das jetzt im Geo-Editor? Ich zeige Ihnen das mal, indem ich einfach hier, ist auch kein wirkliches Hexenwerk, ist bekannt aus anderer Software, eine Fläche digitalisiert habe. Ich kann jetzt hier zum Beispiel, haben wir einen Kostenfaktor konfiguriert, ich kann das entsprechend schließen, ich kann hier eine Linie digitalisieren und entsprechend auswählen, je nach Attribut, was wir ausgewählt haben. Und als letztes zeige ich Ihnen noch die beiden Punkte. Ich möchte hier einen Parkausweis. Entsprechend beantragen und da meine Frau auch ein Auto fährt, möchte ich an der ähnlichen Stelle einen zweiten Parkausweis beantragen, sodass ich jetzt hier die Möglichkeit habe, Bedingungen erfüllt, mit Submit die entsprechende Übergabe wieder an die anfragende Software. Das mache ich hier, wenn Sie einen Weiter-Button sich vorstellen, an der Stelle mit Submit Form. Was passiert jetzt? An der Stelle wird jetzt Success True ein GeoJSON an die anfragende Software mit den Geometrien und den Attributen an, in dem Fall an Form Solutions, weitergegeben. Genau, man kann natürlich auch, hier ist die Ändern-Funktionalität jetzt ausgeblendet. Der Nutzer kann, wenn wir das zulassen in der Konfiguration, auch dieses hier, wenn er möchte, anders darstellen. Er könnte auch die, jetzt ist es hier auskonfiguriert, er könnte auch die Geometrie entsprechend verändern, sodass wir hier die Möglichkeit haben, je nach Prozess den Client so zu konfigurieren, dass es zu dem entsprechenden Formular passt. So, das war eigentlich schon die Live-Vorführung und ich komme jetzt nochmal zurück zu meiner Präsentation. Und möchte ein kleines Fazit ziehen. Das war jetzt nicht nett. So, sind wir hier wieder bei Fazit. Der Faktor Geo ist Entscheidungskriterium geworden. Der Mensch agiert im Raum und produziert Geodaten am laufenden Band. Und deswegen ist der Faktor Geo ein Entscheidungskriterium bei sämtlichen digitalen Prozessen, die wir in Bielefeld haben. Open Source Geo Software ist in Bielefeld der richtige Wert. Wir sind zufrieden mit dem, wie wir es gewählt haben, mit wem wir es gewählt haben. Unsere Zusammenarbeit mit den Dienstleistern war bisher jetzt immer empfehlenswert. Also wir können da nicht klagen. Für uns hat sich dieser Weg als der richtige erwiesen. Und der Bielefeld Geo Client inklusive des Geo Editors ist das Tool, womit wir zukünftig sämtliche Digitalisierungsprozesse in Bielefeld unterstützen wollen. Sei es in einem Serviceportalprozess, wo wir etwas für den Bürger oder die Bürgerin bereitstellen, sei es aber auch amtsintern, wenn wir zum Beispiel an Werkstudenten Homeoffice-Arbeiten vergeben sollen, wo im ALKIS bestimmte Dinge digitalisiert werden sollen. Auch das ist ein Teil, um den Client mit dem Editor zu unterstützen. Aber auch zukünftig im Rahmen der Digitalisierung der Stadtgesellschaft Angebote zu machen an Bürgerinnen und Bürger zusammen mit der Verwaltung an der Erfassung kollaborativer Daten zu arbeiten.
Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen und Anmerkungen. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Löhrer, für Ihren Vortrag. Im Chat haben wir zwei Fragen und wir können vielleicht noch einen Moment warten, ob noch ein paar Fragen dazukommen. Die erste Frage, die so zur Mitte des Vortrages kam, als Sie diese YAML-Dateien vorgestellt haben. Können Sie da kurz was dazu sagen? Sie haben die Frage ja vielleicht auch gesehen. Folgen diese YAML-Dateien irgendeinem Standard, irgendwelchen Konventionen oder ist es so eine historisch gewachsen? Nee, ist es tatsächlich nicht. Das ist eine einfache Auszeichnungssprache, die relativ einfach strukturiert an XML sich anlehnt und in der Datenstruktur sich an Python, einer unserer Serverinstallationen, angliedert. Also von daher, es ist in gewisser Weise standardisiert, ja. Prima. Eine super interessante Frage ist jetzt auch noch dazugekommen oder ist abgewotet worden. Wie können andere Kommunen den GeoClient nutzen? Das heißt, für sich übernehmen oder anpassen? Ja, also übernehmen. Mittlerweile sind wir so weit, dass der Code auf GitHub geuploadet ist, wie das auf Neudeutsch so schön heißt. Das heißt also, man könnte im Prinzip die Software nehmen, bei sich installieren, anpassen und ausführen. Das wird natürlich so auf Anhieb nicht funktionieren. Da sind wir natürlich auch gerne bereit, entsprechende Unterstützung zu geben. Anpassung, ja, das machen wir. Bei mir im Team sind 4 Geoinformatiker plus bei der städtischen IT. Und kleinere Anpassungen können wir tatsächlich auch selber programmieren. Das machen wir dann in Abstimmung mit Terrestris, machen wir dann einen entsprechenden Code-Merge. Man braucht schon eine gewisse Erfahrung, muss man sagen. Also einfach runterladen, installieren, läuft, geht halt nicht. Man muss halt schon schauen, was man benötigt. Braucht man vielleicht erstmal keine Benutzerverwaltung, sondern nur einen öffentlichen Teil. Denke ich, dann kriegt man das schon mit einer gewissen Erfahrung als Geoinformatiker hin. Und wir stehen natürlich auch gerne mit Know-how zur Verfügung an der Stelle. Eine interessante Frage, die ich jetzt eben noch gesehen habe, die dazugekommen ist. Ne, wir haben vorhin einen Vortrag über das Masterportal gehört. Wäre es wirklich so gewesen, dass man, wenn man Masterportal bei Ihnen benutzt hätte, da nicht so flexibel gewesen wäre, wie mit jetzt in Anführungszeichen einer Eigenentwicklung? Also wie wir mit der Entwicklung begonnen haben, das war ja 2016, ist ja 5 Jahre her, da gab es das Masterportal meines Wissens nach noch nicht so wirklich. Und Herr Helle wird es mir nachsehen, wir haben ihn schon gelöchert mit dem, was wir gerne hätten. Und von daher waren wir da relativ flexibel, was wir haben wollten. Und ich glaube, rückblickend betrachtet, hat es uns viel Schweiß und Tränen gekostet. Aber wir sind jetzt auf einem Weg, wo wir ein Produkt haben in Bielefeld, womit wir persönlich auch sehr gut umgehen können, also auch mein Team. Und wo man hat sich so eine gewisse Eigenständigkeit bewahrt hat. Man könnte natürlich jetzt die Rückfrage stellen, ja, wenn ihr heute vor der Entscheidung steht, was würdet ihr dann machen? Also wie ich meinen Kollegen und Amtsleiter Rainer Nuss kenne, würden wir weiter auf Open Source setzen. Ganz klar. Eine interessante Frage noch von meiner Seite. Sie haben als letztes diesen Geo-Editor vorgestellt und bin ich dann richtig in der Annahme, dass Sie bei sich verfolgen, dass die Mitarbeiter oder die Angestellten quasi über ein WebGIS auch die Sachen editieren können? Das wird nachher, ich sag mal, die Nachnutzung, die aus dem Serviceportal heraus entsteht, wird das so sein, genau. Okay. Also der Geoeditor ist erstmal ursächlich, ich sag mal, als Kartenantwortfunktion eingebettet in eine Formularsoftware hin entwickelt worden. Und die nächste Ausbaustufe, so stellen wir uns das vor, Corona hat uns da leider einiges vorgemacht, ist, dass auch Kollegen simple GIS-Fähigkeiten, zum Beispiel im Homeoffice, sage es mal, Gebäudeüberwachung ist so ein Thema. Das können auch Werkstudenten machen. Die brauchen dann einfach einen einfachen Editor, der im Internet läuft und der simple Geometrien einfach auf einen Server speichert. Das ist das dann, was wir als nächstes vorhaben in der Entwicklung. Ne, weil also für mich ist das immer ein schöner Anwendungsfall, WebGIS, dass man natürlich auch was editieren möchte. Ich habe aber jetzt auch schon so ein bisschen die Erfahrung gesammelt, dass da die ein oder andere Verwaltung oder Kommune oder Gemeinde etwas eher zurückhaltend sind und dann lieber sagen, ne, wir wollen das mit einem Desktop-GIS oder sowas machen. Und deswegen fand ich es sehr, sehr schön, bei Ihnen gerade zu sehen, dass Sie durchaus auch das Ziel verfolgen, da in WebGIS nicht nur zum Visualisieren, sondern auch zum Editieren benutzen möchten.
Und wir haben ja dann auch als nächste Ausbaustufe auch relativ neu ein Digitalisierungsbüro. Und die nächste Stufe ist nicht nur die fachliche Editierung, sondern dann auch mal zukünftig tatsächlich die Erfassung durch den Bürger, so dass wir vielleicht mal auch in Bielefeld zu einer Umsetzung kollaborativer Daten kommen. Also sehr, sehr, sehr spannend. Bei mir war es oftmals so gewesen, dass es halt datenschutzrechtlich bedenkliche Dinge waren. Bei den Sachen, die Sie natürlich eben genannt haben, da ist es ja prädestiniert dafür, dass man das so verfolgt, wie Sie es jetzt gerade angehen. Herr Löhrer, vielen, vielen Dank für Sie, sehr für gerne. Ihren Vortrag. Vielen Dank an alle Vorredner und auch vor allem mal einen herzlichen Dank an alle fleißigen Helfer, die so hier im Hintergrund aktiv sind. Man kann da nur gar nicht genug dafür danken. Ich glaube, die Teilnehmer, Sie alle bekommen gar nicht mit, was hier im Hintergrund alles passiert. Daher auch mal einen fetten Applaus an die, die hier im Hintergrund am Werkeln sind. Auch von meiner Seite. Wir haben jetzt eine Pause bis 16 Uhr und dann geht es mit dem nächsten Block weiter. Vielen Dank. Ciao. Tschüss.